Ja, es gibt unterschiedliche Systemparameter, also Eigenschaften der Radarantenne oder des Radarsensors, die sich auf die zurückgestreute Energiemenge auswirken. Und ein wichtiger Parameter ist die Wellenlänge bzw. die Frequenz, mit der gearbeitet wird. Letzten Endes ist es so, dass entweder die Frequenz oder die Wellenlänge angegeben werden muss. Es hat sich ein bisschen eingebürgert, dass die Ingenieure eher Frequenzen angeben und die Anwender eher mit Wellenlängen arbeiten. Spielt aber keine Rolle, weil es einen ganz einfachen Zusammenhang gibt. Und zwar heißt der C, also Lichtgeschwindigkeit, ist gleich Wellenlänge mal Frequenz, ist gleich konstant. Also wenn wir Informationen brauchen über die Wellenlänge bzw. die Frequenz eines Systems, ist es eben völlig egal, ob ich das eine oder das andere verwende. Ich kann diese Gleichung entweder nach Lambda oder nach F umstellen. Also da gibt es eigentlich keine Probleme, je nachdem, mit welchem dieser beiden Variablen man lieber arbeiten möchte. Beides ist in Ordnung. Ja, aber was hat das für Auswirkungen? Unterschiedliche Wellenlängen, unterschiedliche Frequenzen. Wir haben ja unterschiedliche Radarsensoren im Orbit, die allermeisten arbeiten zwischen dem X-Band, also das ist etwa diese Wellenlänge, 2, 3 cm, und momentan das System mit der größten Wellenlänge arbeitet im L-Band, das sind so 20, 30 cm in diesem Bereich, und es wird auch in naher Zukunft ein System geben, was im P-Band arbeitet. Ungefähr 70 cm Dimension Biomass der ESA. Also in diesem Bereich bewegen wir uns hier zwischen ungefähr 2 cm und einem knappen Meter. Und natürlich spielt es eine Rolle, mit welchem System ich meine Daten aufzeichne, weil die Interaktion der Radarwelle mit den Objekten von der Wellenlänge abhängig ist. Das hat den ganz groben Zusammenhang, dass die Objekte, die mit unserer Radarwelle interagieren, ungefähr in der Größenordnung der Radarwelle selbst auch sind. Wenn wir uns das Beispiel eines Baumes mal zu Rate ziehen wollen, ist es eben so, dass im X-Band, also im kurzwelligeren Bereich, auch die kleinen Objekte am Baum, sprich die Blätter, eine Rolle spielen und die Rückstreuung an den Blättern selbst erfolgt. Während für die großen Wellenlängen, P-Band beispielsweise um die 70 cm, die großen Bestandteile des Baumes, sprich der Stamm selbst und auch die großen Äste, die wesentlichen Objekte sind, die die Radarrückstreuung generieren. Das lässt sich auch übertragen auf ein weiteres Beispiel, beispielsweise vegetationsfreie Landoberflächen. Nehmen wir mal Ackerland, unbestelltes Ackerland mit unterschiedlichen Rauigkeiten. Und auch da ist es relevant, mit welcher Wellenlänge ich arbeite. Ein Feld kann beispielsweise für einen X-Band-Datensatz, also wirklich die kleine Wellenlänge, noch relativ rau erscheinen und für eine große Wellenlänge, L-Band oder P-Band, dafür schon ziemlich glatt erscheinen. Rau in dem Fall heißt, es wird eine höhere Rückstreuintensität generiert. Ein glattes Feld wird eher eine geringe Rückstreuintensität generieren. Und wir sehen schon, Rauigkeit darf nicht unabhängig von der Wellenlänge betrachtet werden. Das Feld, was für die eine Wellenlänge schon glatt ist, ist für die andere Wellenlänge noch rau. Dafür gibt es auch ganz klare Kriterien, an denen das festgemacht werden kann. Ein zweiter wichtiger Aspekt, den wir besprechen müssen, ist, dass unterschiedliche Wellenlängen auch zu unterschiedlichen Eindringtiefen in unterschiedliche Objekte führen können. Beispielsweise ist man mit langwelligen Daten, also L- oder P-Band, viel besser in der Lage, tiefer in ein Kronendach einzudringen. Das P-Band beispielsweise wird es schaffen, bis zum Waldboden vorzudringen und dort zurückgestreut zu werden, während ein X-Band-Sensor tatsächlich fast ausschließlich die Oberfläche des Kronendachs erfasst. Die Eindringtiefe im X-Band, je nach Bedingungen, sicherlich auch bis zu einigen Metern möglich für einen weniger dichten Wald. Und im P-Band jedoch
sind wir selbst in den Tropen in der Lage, bis zum Waldboden vorzudringen, was im X-Band niemals möglich wäre. Das Gleiche lässt sich analog aussagen zu anderen Landoberflächen, beispielsweise, nehmen wir wieder die Sandwüste, wo im Prinzip eine große Auflage aus Sand einen älteren Boden bedeckt. Mit dem X-Band werde ich kaum in der Lage sein, komplett diesen Sandboden zu durchdringen bis zu dem fester strukturierten, tiefer liegenden Boden, während mit einem L-Band-System ich durchaus in der Lage bin, alte Oberflächen zu rekonstruieren, weil die Rückstreuintensität nicht im Sand selber generiert wird, sondern an der Grenze zwischen Sandauflage und unterliegendem Boden. Ja, so haben einige Forscher beispielsweise das Ziel, quartärgeologische Prozesse zu rekonstruieren im Bereich der Sahara. Und das ist mit L-Band-Daten relativ gut möglich. Ja, man kann dann ältere Quartäre, Flusstäler damit kartieren.